Guten Abend. Thank you.
meine Damen und Herren. Ich darf auch die Zuhörer recht herzlich begrüßen bei der heutigen Sondersitzung, die wir kurzfristig eingeholt haben, zum Thema Hochwasserschutz in Lebow. Herr Herwig Sorger lässt sich entschuldigen und der Herr Peter Treusch sind heute nicht anwesend. Stelle ich den Beschluss fest. Wir kommen zum nächsten Punkt, Bericht des Bürgermeisters. Den Wort wir heute ausfallen, weil wir nächste Woche sowieso wieder eine weitere Sitzung haben. Und wir kommen dann schon zur Fragestunde. Gibt es von den Herrschaften Fragen? Bitte. Mich jetzt interessiert, wie es in der Eislaufbahn ausschaut, das ist ja so kalt. Gibt es da schon Konkretes? Der Eislaufbahn schaut so aus, oder was? Wenn es im Laufe sich mit Straßenwortgang und zwar Eislaufplatz wird zuerst einmal am Fußballplatz wieder besprüht werden und weiters wird gebessert werden unten am Heide, bevor das Verstanden ist, dass dort aufgestaut wird und dass die Spitzwege dann ist. Ich wollte den Verbindungsmanager. Gut, gibt es weitere Fragen? In einer Gehaltssondersitzung im Jänner dieses Jahres hast du deine 25% Gehaltserhöhung damit gerechtfertigt, dass du gesagt hast, mit Wölders als Bürgermeister sonst noch einen zusätzlichen Einnahmen. In einem Zeitungsartikel über Facebook hast du gesagt, du bist Unternehmer. Jetzt meine Frage, was stimmt jetzt da? Allein Beruf Bürgermeister oder Unternehmer mit Haupteinkommen? Also im Wesentlichen geht es jetzt darum, dass Fragen zur Gemeinde gestellt werden, die jetzt zur Person als solches. Ich habe das überall deklariert, ich bin auch nebenberuflich nach wie vor noch selbstständig und bin in der Gemeinde als Bürgermeister angestellt. Danke für die Antwort. Bitte. Ich habe eine Frage bezüglich des Kreisverkehrs beim Spar. Gibt es da schon irgendwelche Neuigkeiten? Oder? Der Spar hat mir einen Vertrag vorgelegt. Den habe ich zur Prüfung in die Bauabteilung von uns gegeben. Der wird nachher dann nach Prüfung dann dem Spar zurückgesendet. Und wir erwarten schon in den nächsten Wochen dann die Rückmeldung. Wenn alles gut geht, wird der Fonds Spar im Jänner das Budget beschlossen. Seitens der Fonds Spar wird es dann möglich sein, ein bisschen ausgeführt. Wir haben im Gemeinderat vor einem Jahr schon beschlossen, dass wir bis zu 50% dazu zahlen. Und wenn der Vertrag dementsprechend noch dann zur Füllung kommen kann, dann wird er das auch noch umsetzen. Das sollte noch im nächsten Jahr passieren. Im Punkt der alte Dampflok, weiß man da schon irgendwas, ist das weitergekommen wird? Ja, ich habe Gespräche geführt, aber es hat bis jetzt noch nicht gefruchtet, dass eine Sache der Ergebnis jetzt nicht haben. Ich hätte es gerne dazu angehalten, wenn ihr jemanden wisst, der es vernommen hat, dann wäre es natürlich gut, dass wir da jemanden einen Nachfolger finden würden. Bitte, weitere Fragen? Wer ist bitte? Ich hätte eine Frage bezüglich den Buchsbäumen oben im Kindergarten, das betrifft den Frühjahr dann wieder, ob man die gegen das andere setzen könnte, weil das nicht sinnvoll ist, dass man mit den Kindern nicht jedes Jahr Gift spritzen müssen, damit man die Buchsbäume halten kann. Ich habe es notiert, ich will dann schauen. Gut, weitere Fragen? Bitte gerne. Vor zwei Wochen gab es eine Bürgerinformationsveranstaltung. Dort waren die Themen Sportstundenbau und die Finanzsituation der Gemeinde und auch der Hochwasserschutz ein Thema. Informationen dazu hast du auch im Verwalt mit einer sehr schönen, ca. 40-seitigen Bauweispräsentation. Bei dieser Veranstaltung waren ca. 2% der Bevölkerung anwesend, das heißt 80-90% der Bevölkerung haben diese Informationen nicht bekommen. Ich habe deshalb im Anschluss an die Sitzung gefragt, ob es möglich ist, diese Präsentation auf die Homepage der Gemeinde zu stellen. Deine Antwort war, schauen wir mal.
Ich habe heute einmal geschaut und habe nichts gefunden auf der Homepage. Meine Frage ist, stellst du diese Information im Zuschauer auf der Homepage zur Verfügung? Ja oder nein? Selbstverständlich, jetzt zur Verfügung gestellt. Es wird, glaube ich, in den nächsten Video von Nachrichten wird der Toast wieder Container sein. Und auch von technischen Möglichkeiten her, wie das bei der Homepage ausschaut, muss ich mir erst darum geben, wie das mit der Bauplanpräsentation funktioniert. Das heißt, wenn es Probleme gibt, unterstütze ich gerne, daraus ein Bild zu machen und das auf die Homepage zu stellen, kann ich auch gerne. Das ist kein Problem. Weitere Fragen? Anschließend an die Frage von Roman hätte ich noch eine Frage an die neue Bezügeordnung, die ja mit 1.1. in Kraft tritt. Bringt ja ein deutliches Gehaltsplus für Bürgermeister in der Steiermark. Es ist jetzt von uns, von den Vorstandsmitgliedern der ÖVP, die Bereitschaft da, natürlich gerne zugunsten des Hochwasserschutzes auf die 25% zu verzichten. Bist du auch dazu bereit? Das kann ich jetzt nicht beantworten. Nächste Frage. Gut. Meine zweite Frage ist, in der Woche vom 26.11.2013 wird die Gemeinde Hilzendorf als vorbildhaft zitiert, indem sie auf der neuen Homepage offenerhaushalt.at alle kumulierten Schulden, wie sie von den Maastricht-Kriterien vorgesehen sind und eigentlich von jeder Gemeinde im heurigen Jahr umgesetzt veröffentlicht werden sollten, das heißt inklusive aller Beteiligungen auf 1% der Gemeinde, auch unsere KG, veröffentlicht worden sind. Und in der Woche vom 4. Dezember war ein Artikel über dich drin, wo du gelobt wurdest als innovativer Bürgermeister mit dieser Gemeinde-App, mach mit. Jetzt meine Frage, ist der Innovationsgeist so hoch gediehen, dass wir unseren Gemeindebürgern auch die kumulierten Schulden zukommen lassen, werden wir uns auch bei dieser Plattform offener Haushalt beteiligen, um alle Beteiligungen und Schulden offen zu legen? Wir werden das anschauen, klarerweise, aber kein Thema. Wir haben alles offen gelegt, das heißt, es gibt den Vorschlag auch zur Einsatzplanung auf. Kann sogar von Ihnen geladen werden. Das heißt, also von dem her ist eine Transparenz schon gegeben. Aber schauen wir das gerne an. Bitte, gibt es eine weitere Frage? Gut, wenn es keine weiteren Fragen gibt, dann gehen wir in die Tagesordnung. Tagesordnung Punkt 1, Genehmigung der Beschwerdung des Sitzungsprotokolls vom 23.09.2013. Es hat dazu keine Einwände gegeben. Zur Tagesordnung hätte ich gerne noch einen Antrag gestellt. Bitte, Erweiterung der Tagesordnung und um den Punkt Bürgerwünsche. Zur Erklärung im Zuge unseres Kartenverkaufs für den K3-Fall sind eine ganze Reihe an Bürgerwünsche an uns herangetragen worden, die würde ich heute gerne im Anschluss an das Hochwasserthema formulieren, damit das zeitnah für die Bürger behandelt werden. Ja. Und bitte um Aufnahme des Tagesordnungs. So viel ist zu dem Stück. Ihr habt den Antrag von Stefan, wenn Sie damit einverstanden seid, bitte noch Seite der Zustimmung. Gut, dann nehmen wir den Tagesordnungspunkt, das Tagesordnungspunkt 3 noch auf und gehen jetzt bei der Genehmigung und der Fertigung des Sitzungsprotokolls vom 23.09. Es hat dazu keine Einwände gegeben. Ich darf die Schriftführer der einzelnen Fraktionen bitten zu unterzeichnen. Die ÖVP-Fraktion? Warum nicht? Hat man vor? Wenn es keine Einwände hat, warum unterschreibst du nicht? Beate Bittler, du bist die Schriftführerin. Nein, wir unterschreiben es nicht. Es ist uns, zu ungenau ausformuliert. Wieso habt ihr keinen Einspruch? Weil wir in der Vergangenheit gelernt haben, dass jedes Mal, wenn wir einen Einspruch gemacht haben, dagegen abgestimmt wurde, dass der nicht Platz findet. Gut, wir kommen zum nächsten Tagesordnungspunkt, zum eigentlichen Thema. Hochwasserschutz. Durchhaltebecken Überpark Lusenbach. Und dazu eine kleine PowerPoint-Präsentation vorbereitet. Im Wesentlichen geht es bei der heutigen Gemeinderatssitzung zu diesem Tagesordnungspunkt darum, dass der Gemeinderat darüber befinden soll, welchen Betrag, in welcher Höhe es einen Aufschlag auf die Konditionen
die bereits von einem Sachverständigen festgestellt wurden, dazu gezahlt werden sollen. Da geht es darum, dass auf der einen Seite Ablösesummen für Grundstücke benötigt werden, Ablösesummen bezahlt werden sollen für Grundstücke, und auf der anderen Seite geht es um Entschädigungszahlungen in den verschiedensten Bereichen des Rückhaltebeckens, was ich jetzt da weiter erläutern werde. Jetzt wollen wir zum Thema kommen, einfach sollen wir nochmal klarstellen, wir haben bereits jetzt schon 10 Rückhaltebecken, die ganz wesentlich sind und die den Schutz von Wibern gewähren. Und dieses große Rückhaltebecken, um das es heute geht, das betrifft rund 600 Objekte und mehrere tausend Personen, die in diesem Bereich leben. Und es ist unbedingt notwendig, dass dieses Becken in dieser Richtung geht. Das nächste Bild bitte. Ich habe ein paar Bilder vorbereitet, das ist aus dem Jahr 2020.